In recent months, the wonder kid Johnny Storm has been embroiled in a feud with ACW local hero Toby Nathland. We join this recent battle with Johnny in the ring. Commentary in German. Toby Nathland ist ja auch ein sehr... Oh, da geht es gleich draußen los. Johnny Storm eilt nach draußen und da geht es gleich in den Schlagabtausch mit Toby. Ja, aber das hat sich aber Johnny Storm so nicht ausgemalt. Aber er verliert den Kampf. Oh, gegen die Ringtreppe. Ja, da wollte Johnny Storm sich einen Vorteil verschaffen, aber oh, da rutscht Toby aus. Na gut, kann passieren. Und da ist jetzt... Oh, Johnny Storm sieht nicht so gut aus jetzt. Eins. Er kriegt dann einen Schlag ab. Oh, der prügelt Johnny Storm ja richtig hier durch die Reihen jetzt. Sehr brutal von Toby. Ja, also gut, das ist... Aber alles regelkonform. Okay, da hinten jetzt wieder bei den Last-Liners. Also die sitzen meistens direkt am Geschehen, wenn es dann so Brawls draußen geht. Das ist ja für die Zuschauer auch mal was Schönes, irgendwie, wenn sie ja so live dabei sind. Also generell... Die kriegen was für Skills. Ja. Oh, da werden die Stuhlreihen schon panisch geräumt. Das kann nur eins bedeuten. Oh, Whip in und... Oh! Da hat er jetzt, glaube ich... Das waren bestimmt 2 Meter oder sowas, die er da... durch die Stühle geglitten ist. Ah, das ist ein harter Brawl da draußen. Momentan sieht es so aus, als könnte Johnny wieder ein bisschen besser ins Match kommen. Was passiert. Ja, natürlich. Da stehen dann natürlich auch immer die Fans dann außen rum. Um einen guten Blick zu kriegen. Genau. Würde ich jetzt auch gerne machen. Wir haben ja hier immer diese Kabel. Da sind wir leider ein bisschen... Ich hätte gerne einen Monitor haben. Genau, das wäre natürlich optimal. Sollten wir mal anregen fürs nächste Mal. Ja. Aber, oh, da geht's mit Toby Nathland an die Wand. Ich glaube, ich stelle mich auch mal hin, um da zumindest ein bisschen besser zu sehen. Ja, auf jeden Fall wird er gerade wild gebrawlt. Ja, und jetzt... Ja, auf jeden Fall Johnny Storm kontrolliert, kontrolliert einen Kampf, aber Toby konnte da gerade kontern. Und da geht es jetzt Richtung Eingangsbereich und das... im ganzen Arena jetzt. Ja, das wissen wir ja, was dann da öfters mal passiert. Ja. Oh, hatten einen Back. Oh, und das hört man auch hier hinten noch. Am harten Stahl. Ja. Oh. Ja, so schnell kann sich das Blatt wenden. Das hätte Johnny Storm wahrscheinlich jetzt auch nicht gedacht. Und da sehr harter Schlag. Ja, und die beiden schenken sich einfach nichts hier draußen. Und jetzt Tritt von Johnny Storm seinerseits. Jetzt, ja. Sieht so aus, als hätten wir mal wieder ein bisschen mehr Ruhe hier. Vielleicht war es doch gut, dass kein Monitor da steht. Ja gut, Wissen kennt man ja auch von vergleichsweise ein bisschen größeren... liegen so, da gehen die auch doch öfters mal zu Bruch dann auch. Ja. Also, ja, das wäre natürlich dann ganz, ganz blöd für uns. Eine harte Arbeit, Kommentator. Ja. Wobei, nicht ganz so gefährlich wie unsere guten Kameramänner hier vorne. Aber jetzt, habe ich das jetzt gerade richtig verstanden, das war jetzt gerade der Ringgong für das Match. Oh, schöner Einsteiger. Johnny Storm muss mit dem Kopf in die Ringecke. Und Toby befördert ihn mit einer Clothesline raus. Draußen. Ja, dann kann man sagen, jetzt so seit einer Minute, das Match auch offiziell gestartet worden. Also und dann fängt es nach vorne an. Ja, da sind die beiden ja schon fast fertig jetzt dann irgendwie. Die beiden kennen sich sehr gut, ja. Das ist ja, und Toby will jetzt vielleicht zum Planscher nach draußen ansetzen. Nein, springt auf die Ringschürze und mit einem... Oh. Ein modifizierter Asai Moonsault. Asai Moonsault oder ein Somersault. Somersault, ja. Corkscrew, Somersault. Name ist ja auch egal, auf jeden Fall war da ganz schön viel Schmackes hinter. Ja. Ja, aber Toby, gut, klar, er war der Ausführende, steht als Erster wieder.
Naja, also Tobi Natland hat ja auch eine extrem gute Entwicklung hier gemacht. Also wenn ich da an seine Anfänge zurückdenke, ich weiß nicht, ob du da was von gesehen hast, als 16-Jähriger. Oder quasi als Comedy-Nummer hier gebracht mit 65 Kilo oder so. Ich kenne Tobi als Wrestler eineinhalb Jahre hier. Ach so, ja. Das ist auf jeden Fall wirklich ein sehr vielversprechender junger Mann. Er hat mich sehr imponiert. Was war das jetzt gerade? Da wollte er, glaube ich, Johnny Storm irgendwie mitreißen, aber Johnny hält ihn fest, ja, wird aber jetzt wieder gelöst. Relativ unsanft mit einem Faustschlag. Ja, und Johnny weiß nicht so richtig, was er machen soll. Ja, besser mal rausgehen. Okay, Tobi rennt in die Seile, will nach... Oh! Ich glaube, dass Tobi seinen Plancher da versuchen wollen. Ja, den bringt er oft halt so über die Ringecke mit Anlauf, aber das ging diesmal gründlich daneben. Und eins, zwei, war es das schon? Nein. Johnny war da ein Chicken Max zu kommen, weil... Deswegen nennt man das auch Hochrisiko. Ja, auf jeden Fall. Es ist volles Risiko, jedes Mal das macht. Ob es funktioniert oder nicht. Weil das ist vielleicht einmal überraschend, vielleicht auch ein zweites Mal, aber jetzt beim vierten oder fünften Kampf oder wie viele Kämpfe die beiden schon hatten, da denkt sich dann natürlich ein Johnny Storm schon, wenn er in die Seile geht, jetzt kommt das und dann... Naja, Johnny Storm seinerseits mit einem... Oh, sehr schön gemacht von Johnny Storm. Ja, diese Kopfscheren, die beherrscht er wie kein Zweiter hier. Er benutzt den Seilen wie einen Tag Team Partner. Das stimmt, ja. Also Johnny Storm auf jeden Fall immer sehr spektakuläre Benutzung der Seile. Oh. Gut. Eins, zwei, na? Das hat noch nicht mal für einen Two-Count gelangt gerade. Es ist zu früh im Kampf, denke ich schon. Auf jeden Fall geht er jetzt erstmal in Armbar. Also setzt den sehr gut an, gerade eben. Also verlagert er sein Gewicht auch recht gut. Also ich weiß jetzt nicht, wie würdest du da jetzt versuchen rauszukommen an Tobis Stelle? Er muss seinen ganzen Körper gegen den Sturm umdrehen. Ah. Okay, und man drückt am Arm so. Ja, er kommt jetzt wieder hoch zumindest. Ja. Versucht den Griff mit Schlägen zu lösen. Und befördert Johnny Storm in die Seile. Der wollte mit dem Sunset Flip kontern, aber da hat er ein bisschen zu viel Schwung gehabt, glaube ich. Oh! Flying Forearm. Oh ja. Den zeigt er auch gerne und Back Suplex. Eins, ne? Okay, da gibt es jetzt erstmal Faustschläge. Sehr aggressiv von Tobi. Ja klar. Ja, der hat auch eine Mörderwut auf Johnny Storm mittlerweile. Das kann man ihm auch nicht verübeln. Okay, das war jetzt... Ich meine, seit er den Titel verloren hatte, musste er ja wirklich einige harte Prüfungen hier machen. Also ich meine... Angefangen damals bei Pierre Fontaine, den Johnny Storm als Prüfung oder Ersatzmann halt geschickt hatte. Also, was ja auch ein mordsmäßiges Kaliber ist, so im Ring. Und jetzt, okay, das war aber mit Ankündigung. Also, da hätte Tobi nicht drauf reinfallen müssen. Jetzt, was gibt das jetzt? Oh! Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das war ein sehr brutaler DDT von Johnny Storm. Auch aber sehr gut gemacht. Oh ja. Sehr gut gemacht. Ich dachte, er wollte eigentlich nur Tobi rauswerfen. Vielleicht wollte er es auch, aber da hat er sehr gut improvisiert, wenn das der Fall war. Ja, okay, jetzt holt er sich wieder in die Mitte vom Ring. Cover. Eins, zwei und... Ja, da war noch Platz. Also. Ja. Er muss auch... Den Bein von Tobi greifen. Genau, das stimmt, da hast du recht. Das habe ich ja auch vermisst gerade. Aber ich frage mich immer, warum Wrestler teilweise, nachdem sie ein Cover nicht geschafft haben, gleich das zweite ansetzen. Also ich verstehe das nie, weil eigentlich müsste ja klar sein, dass der Gegner noch nicht... da will er schon seinen Finisher, einen Wordbreaker zeigen. Lädt Johnny Storm auf, aber der kann sich... da hat er ein bisschen Übergewicht gekriegt und... Johnny Storm soll in die Ringecke... Moonsault.
Okay, aber da hat er nicht so gut getroffen gerade. Nicht so gut, nein. Das war relativ klar. Aber es war genug, um einen Kombo zu machen. Und, eine Art Michinoku Driver gerade. Beide Kämpfer haben alles so lange gegeben. Das stimmt, ja. Das stimmt. Aber wir wissen ja auch von beiden Wrestlern, dass sie gerade in so Situationen durchaus noch sehr viel Potenzial haben, sich sehr, also die Kondition wirklich sehr gut ist. Also ich erinnere mich da auch an ein Two Out of Three Falls Match zwischen dem Sensational Superstar und Toby Nathland. Und der ging, glaube ich, auch über eine Stunde oder so. Und Spinebuster. Naja, also Tobi packt jetzt ja schon einige sehr harte Aktionen aus schon. Meinst du, Johnny Storm hat da noch eine Chance, da was entgegenzusetzen jetzt? Ein Kämpfer wie Johnny Storm haben immer eine Chance. Oh ja, da sieht man sie nämlich auch gerade. Ja. Siehst du, kaum habe ich ihn schon abgeschrieben. Also sehr schön gekontert. Ist gut gesehen, dass ein Rollerball Slam. Dass Johnny Storm zu einer DDT gemacht hat. Das stimmt, ja. Und das ist, ich weiß nicht. Also ich finde, Johnny Storm ist eindeutig von den beiden halt der gefährlichere Konter-Wrestler. Ja. Also das ist halt, da kommt öfters mal aus dem Nichts halt wirklich eine Aktion und die ist meistens wie dieser DDT sehr verheerend. Also das ist, aber wer kommt da? Habe ich schon mit gerechnet. Johnny Storms Unterstützung naht in Form von Costa Capertos. Aber hat er die nötig? Powerbomb. Und in die Brücke gegangen. Da hat Costa aber den... Das war harte Arbeit für Costa. Das war... ja, der Referee, der wiegt dann doch ein bisschen mehr als er. Der gute Norbert. Aber ich verstehe Costa, weil Norbert das gegen ihn früher gemacht hat. Ja gut, das ist... Also da sind... Das ist halt was schon gemeint, dass... Da ist halt doch sehr viel Persönliches dazugekommen. Jetzt Johnny Man mit dem Gürtel wieder. Also ich will eigentlich heute nicht wieder, also nicht noch mehr von diesen schäbigen Match-Ausgängen sehen eigentlich. Nein, wir haben... Eins, zwei und das. Und also nicht ganz. Zwei oder drei. Das war 2,95 vielleicht. Also das war hart an der Grenze. Ich hatte das als ein Drei gesehen. Ich auch erstmal, aber... Tobi hat im letzten Moment noch die Schulter angehoben. Ja gut, aber das sehen die beiden jetzt anders und Costa mischt sich da jetzt auch wieder ein. Aber hier... Da ist Marco. Da scheint Tobi jetzt auch Unterstützung zu kriegen. Und Norbert mit einem Schlag gegen Costa und Marco mit einem Low-Blow. Zweite unfaire Aktion heute Abend von Marco. Das ist... Aber jetzt hier der Small Package klappt nicht von Tobi, weil Norbert sieht das nicht. Das könnte sein. Eins, zwei und das war's nicht. Aber es ist wirklich erstaunlich, also wirklich heute ich weiß erstaunlich, wirklich, was heute Abend alle. Passieren, aber das ist, also jedenfalls die Stimmung hier, die ist so geladen einfach. Jetzt Vertebraker, wie jetzt das? Vertebraker. Eins, zwei und drei. Ja. Dann hat Tobi den Sack zugemacht.